Hallo liebe Zuschauer und Bürger von Albion, herzlich willkommen zu Fable 3, dem innovativen Nachfolger von Fable 2, welcher wiederum der innovative Nachfolger von Fable 1 ist, dem besten Teil der Serie, meiner Meinung nach. Ja, also ich weiß noch, Fable 1 inklusive Add-on The Lost Chapters für PC war schon ziemlich gut. Fable 2 für die Xbox 360 war auch gut, hat auch ein paar gute, sag mal, Neuheiten gehabt, hat aber auch ein paar Nachteile gehabt. Ja, und Fable 3 habe ich bisher eigentlich nur eine halbe Stunde angespielt, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Allerdings das, was ich bisher gesehen habe, ja, schlägt ein bisschen in die andere Richtung so von der Spielmechanik rein. Also es ist nicht mehr dieses klassische Fable 1, was nicht bedeutet, dass klassische Elemente nach wie vor vorhanden sind, sondern es heißt vielmehr, dass es halt von der Story, vom Questverlauf ein bisschen anders ist. Ja, man sollte sich einfach selbst einen Eindruck verschaffen. Genau, wir wollen allerdings ein neues Spiel machen. Geht das? Ja, wir müssen auf neues Spiel klicken. Genau. Die Geschichte beginnt. Dem Königreich droht eine Revolution. Aber welcher Held soll die Rebellion anführen? Wir haben, wie immer, in jedem Fable-Teil auch diesmal wieder die Entscheidung, ob wir das weibliche oder das männliche Geschlecht spielen. In diesem Fall dürfte die Entscheidung relativ einfach fallen. Wir nehmen die 1. Schwierigkeitsgrad als eingeborener Fable-Spieler natürlich schwierig, nein. Auch selbst wenn ich Fable kenne, aber nicht Fable 3, deswegen werde ich erstmal normal spielen. Natürlich, der Prinz. Ihr müsst sehen, wie euer Königreich wirklich ist. Albion ist nun im Industriezeitalter. Es ist auch das Zeitalter der Unterdrückung. Wenn Freiheit nichts als ein Traum ist, man muss Stellung beziehen, um eine Rebellion zu führen. Um ein Held zu sein. Willkommen in der Stadt der Unterdrückten. Wer hier wagt, aufzubegehren, wird bestraft. Und wer hier wagt, zu hoffen, die Lage ist hoffnungslos. Das Übel. Wahre Rebellen geben nie auf. Doch sie siegen nicht allein. Der Aufruhr hat begonnen. Doch wer führt die Revolution an?
Was für ein schlimmer Anblick. Ein viel zu schöner Tag, um ihn zu verschlafen, oder? Was? Haut ab, Jasper. Diese Antwort ist eines Prinzen kaum würdig. Verzeiht. Zeit zum Aufstehen. Wenn ihr erlaubt, werde ich auch euren Gefährten hier wecken. Ach, bei solch royalem Verhalten geht einem das Herz auf. Gut geschlafen? Das wird ein anstrengender Tag. Na komm, wenn ich aufstehe, musst du es auch. Das wird nicht funktionieren. Sieh mich nicht so an. Braves Hündchen, brav, brav. Was für ein Paar. Wir sind alle verloren. Ja. So, wenn ihr mir bitte folgen wollt, vielleicht finden wir passendere Kleider für den heutigen Tag. Okay, wir sind also der Prinz dieses Imperiums. Lady Elise möchte heute Morgen unbedingt mit euch sprechen. Und haben nun die Entscheidung zwischen auf euch. Zwei Outfits. Ihr wollt zu diesem Anlass bestimmt umwerfend aussehen. Ich habe mir erlaubt, zwei Outfits für euch zurechtzulegen. Trefft eure Wahl. Lady Elise ist wirklich reizend, aber euer Pyjama wird sie wahrscheinlich wenig beeindrucken. Eure Untergebenen werden eure zurückhaltende Kleidung sicher zu schätzen wissen. Einfach atemberaubend, wenn ich das bemerken darf. Lady Elise wird derselben Meinung sein. Ja, da ist die Entscheidung ja nicht wirklich schwer. Naja, dieses, Arbeiter-Hemd-Kleidung-Dings, da ist jetzt nicht so der Hammer. Deswegen nehme ich hier ein eher Mitglied der königlichen Familie sollte immer nach der neuesten Mode gekleidet sein, wenn man sich dafür interessiert. Ah, eine glänzende Wahl. Lady Elise wird begeistert sein. Vielleicht solltet ihr sie jetzt mal aufsuchen. Ich rate euch, euren Bruder heute zu meiden. König Logan ist heute bedeckt. Gut. Adieu, Jasper. Mein Prinz. Ja, das ist unser Schloss hier und das sind unsere... Ja, das ist unser Garten, mehr oder weniger, wie man das auch immer nennt. Wie bei Fable 2 muss man eigentlich einfach diesem Lichtkegel folgen, um an seinem Ziel anzukommen. Ja. Also wegen mir musste man das nicht machen, aber naja. Hallo? Mein Herr. Oh, tapferer Ritter, wollt ihr mich beschützen? Ihr seid zu weich. Im Kampf taugt ihr nichts. Hab ich recht? Hab ich recht? Ich werde euch beschützen. Ich weiß nicht. Ihr seht nicht besonders stark aus. Könnt ihr mir vielleicht eure Fähigkeiten demonstrieren? Ja, wir haben nun die Wahl zwischen der ersten Option umarmen und der zweiten Option küssen. Ja, ja. Werden wir doch nun die zweite Option nehmen. Wie ist das? Gar nicht mal so übel. Ich glaube, das geht. Dachte, ihr steht nie auf. Hat Jasper gesagt, dass ich euch sprechen wollte? Ja. Ist etwas passiert? Ich weiß nicht. Aber irgendwie sind alle im Schloss wegen eures Bruders noch nervöser als sonst. In der Stadt ist das noch schlimmer. Tabulator. Man hört so schreckliche Geschichten. Hört zu, ein Fabrikarbeiter soll hingerichtet worden sein. Es ist wahrscheinlich nur ein Gerücht, aber die Leute reden natürlich. Ich habe dem Schlosspersonal gesagt, dass ihr zu ihnen sprechen werdet. Werdet ihr das tun? Es könnte Schreckliches passieren, wenn niemand die Lage beruhigt. Glaubt ihr, das hilft?
Ja. Sie mögen den König zwar fürchten, aber ihren Prinzen lieben sie. Werter Prinz, würdet ihr mich zum Schloss geleiten? Nein. Sie warten schon alle auf euch. Naja, bleibt nichts anderes übrig. Gut, gehen wir. Wie konnte euer Bruder einen Arbeiter hinrichten? Aber manchmal glaube ich, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er hat sich so verändert und er sieht immer so furchtbar müde aus. Ach, mein Herr, Achtung! Ich habe Sir Walter von der Rede erzählt. Wenigstens seht ihr ihn bald. Was würde ohne ihn nur aus diesem Ort werden? Ihr sollt heute bestimmt mit euren Anweisungen fortfahren. Ihr scheint vom Kampftraining besessen zu sein. Prinz. Ich habe gehört, dass er sich nur für eines der Kinder in der Fabrik eingesetzt hat. Wer weiß, wo das endet. Beim nächsten Mal ist es einer von uns, der... Hört auf zu reden und zieht eure Kleidung gerade. Willkommen, Majestät. Euer Besuch ist uns eine Ehre. Wir sind zusammengekommen, um euren Worten zu lauschen, sobald ihr bereit seid. Naja, hier hat man, wie üblich bei Fable, wieder die Entscheidungsmöglichkeit zwischen gute Taten und böse Taten. Da ich aber in Fable 1 und Fable 2 generell böse Taten getan habe, also werde ich auch im dritten Teil böse sein. Es ist ein Privileg, dass ihr in diesem Schloss arbeitet und dem Land dient. Ihr habt Vorgaben zu erfüllen und ich erwarte, dass ihr immer und um jeden Preis euer Bestes gebt. Wir leben in schweren Zeiten, aber ich kann euren Unmut und diese wilden Gerüchte nicht dulden. Also, zurück zur Arbeit. Puh, das war mal eine Rede. Ihr wart sehr gebieterisch. Eurem Bruder hätte es gefallen. Aber bedenkt, dass nicht nur Angst zu Loyalität führt. Gut, seid ihr bereit für euer Training? Passt auf ihn auf, Walter. Ich nehme an, ihr habt die Gerüchte gehört. Leider sind sie wahr. Wer weiß, was euer Bruder als nächstes vorhat. In der Zwischenzeit wird die Stimmung im Schloss mit jedem Tag angespannter. Ich war zwar nicht damit einverstanden, was ihr zu den Angestellten gesagt habt, aber sie haben euch aufmerksam zugehört. So, wie man einem Anführer zuhört. Viele Leute wollen heute zu eurem Bruder. Die Ärmsten. Sir Walter! Was für ein Glück! Wärt ihr so nett, meine Petition zu unterschreiben? Wir müssen gegen die Armut in Albion kämpfen. All das Leid in den Straßen und der König tut nichts. Man muss ihn dazu zwingen. Gut und schön, aber ich bin nur ein alter Soldat. Mein Name bewirkt gar nichts. Aber vielleicht würde der Prinz hier euch weiterhelfen. Oh, das wäre herrlich, Majestät. Das wäre wirklich die größte Ehre. Hier zu warten. Das ist nicht richtig. So, soll ich euch arme Sklaven helfen? Oder soll ich euch lieber verhungern lassen? Vielleicht, ich denke, ich werde sie nicht unterschreiben. Die Sache ist wichtig, dem stimmt jedoch zu. Ich unterschreibe nicht gerne. Aber wie wäre es damit? Das war wirklich nicht nötig. Ihr seid jung und habt ein Recht auf Vergnügen. Aber ihr müsst erkennen, dass Wichtiges auf dem Spiel steht. Vielleicht wird euch das im heutigen Kampftraining klar. Kommt. Ihr habt in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht. Aber heute geht es um mehr. Ihr sollt gegen mich kämpfen. Oh mein Gott, ich habe Angst. Eines Tages wird das Volk Albions euch brauchen. Ich muss herausfinden, wie weit ihr seid. Gut. Kämpft!
Ja, erinnert ihr euch an die Geschichten, die ich früher erzählt habe? Über euren Vater, den Heldenkönig. Ihr konntet von diesen Geschichten nie genug bekommen. Und wisst ihr noch, was ihr danach immer gesagt habt? Zeigt mir, wie ich ein Held werde. Jedes Mal. Ich wünschte, ich hätte euch mehr beibringen können. Aber ich habe mein Bestes getan. Jetzt müsst ihr euer Bestes tun. Schlagt zu! Seht mich nicht als Walter. Ich bin ein Feind. Schlagt zu! Okay. Warum zögert ihr? Schlagt mich! Aha, ihr habt es zerbrochen! Seht her! Na, bin ich nicht ein guter Lehrer? Hört zu! Da gibt es was! Walter! Ihr müsst schnell kommen! Ihr beide! Was ist los? Vor dem Schloss! Sieht wie eine Demonstration aus! Das ist nicht gut! Oh je, eine Demonstration! Ach du meine Güte! Sie sind schon auf dem Schlossgelände. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen. Mist, ich hätte es wissen müssen. Ich glaube nicht, dass Sie ahnen, wozu euer Bruder in der Lage ist. Das wird kein gutes Ende nehmen. Freiheit für Elbion! Es ist lange her, dass Logan auf mich gehört hat. Aber ich muss zu ihm. Wartet hier. Es gibt noch etwas, über das wir reden müssen. Wir können nicht einfach hier rumstehen. Mir gefällt das überhaupt nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Die Wachen haben die Treppen verlassen. Wir sollten Walter folgen und herausfinden, was Logan vorhat. Gehen wir lieber los. Vielleicht im Kriegssaal. Dann los, bevor uns jemand sehen kann. Schnell! Man sieht sie! Überlegt euch, was ihr da tut, Logan! Ich schütze die Interessen unseres Volkes. Fordert mich nicht heraus. Erschießt sie. Fangt mit ihren Anführern an und zielt dann, wenn nötig, auf die Menge. Das könnt ihr doch nicht machen! Sag mir nie, was ich tun soll. Walter! Er darf sie nicht alle töten. Ihr seid sein Bruder. Vielleicht hört er auf euch. Wir müssen handeln. Was machst du denn hier? Der Kriegssaal ist nichts für Kinder. Geh jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass du die Leute tötest. Nein, halt! Genug! Du stellst dich gegen mich. Vielleicht möchtest du an meiner Stelle die Entscheidungen treffen? Du willst diese Verräter verteidigen? Also schön. Zeig, was du kannst. Bringt meinen Bruder und Anhang in den Thronsaal. Regeln wir die Sache offiziell. Los! Ich gehe. Oh, was? Lasst sie! Es geht mir gut. Keine Sorge. Was auch passiert, wir stehen es zusammen durch. Geht weiter. Hier kommen die Helden des Volkes. Komm her, Bruder. Du hast mich heute maßlos enttäuscht. Mein Fleisch und Blut hat mich verraten. Und eine Spionin. Wir haben nichts getan. Die Strafe muss dem Verbrechen angemessen sein. Dann bestraft mich. Du bist kein Kind mehr, also sollte ich dich nicht so behandeln. Du wolltest die Verräter vor dem Schloss heute Morgen schützen. Schön, du sollst deine Chance bekommen. Hier stehen die Anführer des Mobs. Du entscheidest. Wer wird bestraft? Diese Fremden oder das Mädchen? Sie erwartet der Tod. Was? Nein, nicht doch! Du bist der Prinz. Entscheide. Eure Majestät, Logan, bitte! Ich verleihe dir Macht über Leben und Tod. Nein, das kann ich nicht. Dann entscheide ich für dich.
Sie werden alle hingerichtet. Sag mir, was bist du gewillt zu opfern, um das Richtige zu tun? Das ist Wahnsinn. Wir können doch nicht. Nehmt mich. Lasst sie nicht sterben. Nehmt mich. Es gibt nur eine Entscheidung für euch. Wählt mich aus. Ja, sollen wir einen Menschen opfern oder sollen wir mehrere Menschen opfern? Hört ihr mir zu? Ich werde mehrere Menschen opfern. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Doch, das willst du. Bitte, nehmt mich. Tut das nicht. Nehmt mich. Die Kleine lebt. Tötet die anderen. Bitte. Nein. Los. Das werde ich dir nie verzeihen. Gut, dann vergisst du es auch nie. Bringt meinen Bruder in seine Gemächer. Los. Gebt euch nicht die Schuld, Sir. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht hierbleiben. Nein, wir werden das Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution. Einen neuen Anführer. Es braucht einen Helden. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Sohn eures Vaters zu sein. Schön. Ich packe das Nötigste zusammen. Keine Zeit. Wir nehmen nichts mit. Auch keinen Pyjama? Los. Hoho. Wir müssen jetzt gehen. Seid unbesorgt, Sir. Ich werde nicht von eurer Seite. Ich hätte im Thronsaal etwas tun müssen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Dann würdet ihr nur euren Tod herbeiführen. Vielleicht hätten wir früher fortgehen sollen. Und Elise? Wir können sie nicht hier lassen. Keine Sorge. Sie ist in Sicherheit. Sie kommt gut zurecht. Bei Nacht sieht dieser Garten schon ziemlich unheimlich aus. Wohin gehen wir? Ich dachte, wir verlassen das Schloss. Ja, aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ja, ja. So ist das Leben. Wir betreten die Katakomben. Huhu. Es ist Zeit, Albions letztem Helden Respekt zu zollen. Dass ich diesen Ort noch einmal wiedersehe? Ihr hättet das wissen müssen. Als euer Vater starb, versprach ich ihm, euch eines Tages herzubringen. Wenn ihr alt und stark genug dafür wärt. Das ist eure Geschichte. Es ist euer Erbe. Die Welt musste lange ohne Helden auskommen. Ja. Aber ich hoffe, es wird bald... Soweit ich informiert bin, schließt dieser Teil sozusagen nach dem zweiten Teil an. Das heißt, am Ende des zweiten Teils, jetzt muss man einen Spoiler setzen, ist man ja eigentlich mehr oder weniger König. Und wenn ich das jetzt genauso richtig erfahren habe, spielt man in diesem Teil den Sohn des Königs aus dem zweiten Teil, welchen man im zweiten Teil gespielt hat. Muss man nicht verstehen, ist auch unwichtig, aber naja, egal. So, so, jetzt holen wir unsere Gildensiegel. Das ist kein großes Geheimnis. Das ist der wertvollste Besitz eures Vaters. Das Gildensiegel. Es wählt diejenigen aus, die die Kraft in sich tragen, die das Potenzial haben, Legenden zu werden. Nehmt es. Gerne. Bleibt mir eh nichts anderes übrig. Sollte jetzt etwas passieren? Wer seid ihr? Ich bin Theresa, Seherin des Turms.
Ich führte euren Vater bei seinem größten Triumph. Aber euch steht ein noch größeres Schicksal bevor. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Albions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Helden stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eure Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Oho, eine Truhe. Was wird da wohl drin sein? Ach, da steht's ja schon dran. Feuerballzauber. Ihr habt große Macht in euch. Euch fehlen nur die Mittel, sie freizusetzen. Nehmt dies. Ja, mit diesem Feuerhandschuh können wir Feuerbälle produzieren und auch einen Flächenschaden produzieren, ja. Leider ist seit Fable 1 nicht mehr möglich, dass man extra Mana dafür opfern muss. Das war in Fable 1 so, aber in Fable 2 nicht und scheinbar in Fable 3 auch nicht. Der Handschuh wird die Magie in euch bündeln. Nutzt ihn bei dem Grab im Mausoleum und der Weg aus dem Schloss wird sich für euch öffnen. Kehrt zurück, wenn ihr genug Anhänger gesammelt habt, um das nächste Tor zu erreichen. Jetzt geht. Walter und Jasper folgen euch, wohin ihr auch geht. Und eines Tages vielleicht auch der Rest Albions. Ja. Ja, der ist schon ziemlich cool, der Handschuh. Wir können auch einen Flächenschaden machen. Kleiner Radius. Größerer Radius. Ja, und früher hat man halt eben bei Fable 1 Mana dafür gebraucht und seit Fable 2 scheinbar nicht mehr. Kann man gut oder auch nicht gut interpretieren. Jo. Sexuelle Begegnungen. So, so. Und fühlt... Fühlt ihr euch jetzt anders? Ja, ich weiß nicht. Das war voll der Kick. Zauber. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Das erwähntet ihr möglicherweise schon. Sollte ich es verraten? Nicht lustig. Es hat funktioniert. Ihr seid ein Held. Das habe ich niemals bezweifelt. Also, ich natürlich auch nicht. Trotzdem, es hat funktioniert. Oh ja, lustig, lustig, lustig. Ich lache mich tot. Ein bisschen eng, oder? Und dunkel. Ja, oho, total dunkel. Ich hätte es auch nie damit, mir ins Auge stechen oder mich enttauchen zu lassen. Na und? Oh je, da habe ich einen Nerv getroffen. Wie wäre es, wenn ich den Butler am Kopf treffe? Da bin ich ja auch einverstanden. Das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Was ist eigentlich genau unser Plan? Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Wie soll ich das tun? Ich bin zwar ein Held, aber ich bin ganz allein. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Wenn ihr beweist, wer ihr seid, werden ja euch die Leute... Das hier ist ein... Ja, es ist ja gut, Walter. Walter ist gut. Ja, also das hier ist ein Silberschlüssel. Mit diesem Silberschlüssel... Wenn wir davon eine bestimmte Anzahl besitzen, können wir spezielle Silberschlüsseltruhen öffnen. Das war in Fable 1 und Fable 2 auch so. Und das finde ich ganz gut, dass das wieder eingeführt wurde.
Und es gibt in jedem Spiel, so auch wohl im Fable 3, jeweils 50 Silberschlüssel. Das heißt, je eine Truhe, je mehr Silberschlüssel sie fordert, desto logischerweise bessere Belohnung erwartet uns dort drin. Ja, wir haben ebenfalls auch einen vierpfotigen Begleiter neben uns, der uns bei Trip und Trab folgt. Wie bei Fable 2 kann der Hund spezielle Sachen machen. Ich weiß es bloß nicht, ob der verbuddelte Sachen schnüffeln kann oder ob wir überhaupt graben können, keine Ahnung. So weit habe ich das jetzt noch nicht getestet. Er wird schon irgendeinen Nutzen haben, der Hund. Fledermäuse, weg! Ah. Chance zu zeigen, was in euch steckt. Sehr gefährlich, Fledermäuse. Setzt den Zauber gegen sie ein! Ich bin's jedenfalls. Kommt, und auf euch bin ich auch stolz. Nie habe ich ein so elegantes Kauern gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Wie auch immer. Das war ein erster Beweis eurer Fähigkeiten. Ihr seid der Anführer, der den Pflanzen die Revolution bringen wird. Fledermäuse sind nur der Anfang. Oh, es gibt einen Goldschlüssel. Das ist ja echt eine wirkliche Neuheit. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass es auch mittlerweile einen Goldschlüssel gibt. Ja. Na, was ist das? Ihr Fledermäuse, macht euch Magie bereit! Nehmt den Zauber! Ja, ja, ist ja gut. Ist keine Hektik. La 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 la. Okay, sie sind tot. Ihr schafft diese... Geht das eigentlich auch im Wasser? Jawohl. Haltet euch jetzt lieber die Nase zu. Das ist die Kanalisation von Bowerstone. Oh mein Gott, die Kanalisation von Bowerstone. Und vielleicht auch die Augen, Jasper. Erledigt noch ein paar Fledermäuse. Den Zauber habt ihr inzwischen gut drauf. Wollen wir weiter? Ja, wächst mir schon. Ah, was für ein Gestank. Wir müssen in der Nähe vom Bowerstone-Industriegebiet sein. Vermutlich. Nicht gerade der sicherste Ort für uns. Aber wir sollten aus der Stadt herauskommen. Nichts versteckt? Naja, egal. Hoho. Ein Kallistor. Ui, ist er tot? Juhu. Du hast den Butler gekillt. Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Er hat davon erzählt, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch... Da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein.
Für Jasper? Das ist schon möglich. Aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Gut. Ja. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug. Also die Texturen sind sehr gut umgesetzt dafür, dass es ein Konsolenspiel ist. Aber wie soll ich das anstellen? Hat sich das lange Warten gelohnt. Also sieht ganz schick aus, ja. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten, aber sie hassen Logan. Und wenn sie jemand überzeugen kann, dann ist es ein Held. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen. Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mistpeak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt. Ja, wir haben, wie man es aus Fable 1 kennt, ja, vielleicht kennt das der eine oder andere das Spiel, gibt es ebenfalls eine Karte, mit der man Quests, ja, nicht annehmen kann, aber man kann reisen. Diese Karte ist eigentlich ganz nett gemacht. Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak zu sein, genau da. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Ganz einfach. Ja, man hat hier also diese schöne Map und mit dieser Lupe kann man zu diesen Orten eben reisen und findet neben dessen auch noch Informationen über verfügbare Quests, gefundene Silberschlüssel, gefundene Goldschlüssel und in diesem Fall was erledigte Zwerge. Ich weiß zwar nicht, was das mit den Zwergen auf sich hat und ich weiß auch nicht, was Goldschlüssel gemeint sind, aber ich kann es mir ungefähr denken. Zwerge werden sowas sein wie bei Fable 2 die Gargoyles. Also es sind, wie soll ich sagen, optionale, meist versteckte, ja, Fabelwesen, die man eben erschießen, töten muss, wie auch immer, damit sich dann irgendwo was öffnet. Und wenn man dann eben von jeder Karte alle Zwerge in diesem Fall gekillt hat, wird sich wahrscheinlich ein legendärer Schatz erweisen als Belohnung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, das ist nur eine Vermutung. Okay, dann reisen wir zu Vagabundenlager. Ein schwieriges Wort, Vagabundenlager. Vagabundenlager. Höchste Partnerzahl beim Gruppensex, ja. Geschafft! Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Kommt, die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und, wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Ja, es sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen und begonnen, die Wälder zu zerstören. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden, aber nicht, der König verbietet dass es so schlimm ist. Was sollen wir tun? Ich gebe dir meine Puppe für etwas zu essen. Sie ist echt gut. Hände schützen? Sie heißt Sadie. Ach so. Nein, ich gebe dir eine Belohnung, du armer Mensch. Wie alle anderen. Bitte schön, das war sogar kostenlos. Ja, so schlimm. Wo kommt ihr plötzlich her? Habt ihr was für mich? Nein. Nur um zu überleben? Alles nur wegen Logan. Ich brauche was zu essen. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören, schon gar nicht einem Prinzen. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm. Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Etwas weniger majestätisch. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen.
Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest... Nein, das werde ich ganz gewiss nicht machen. Glaube ich nicht, ich brauche es dringender. Man kann seit Fable 2 Immobilien kaufen und verkaufen und ebenfalls mieten. Wie das jetzt hier bei Fable 3 aussieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, das wird eh nicht funktionieren. Ach ja, bei Fable 1 konnte man, glaube ich, auch Häuser kaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Aber sie nicht vermieten lassen, das weiß ich nicht. Oder doch, konnte man schon immer vermieten. Hm, egal. Jetzt Moment, wo ist der? Moment mal. Ich muss zum Laden hinlaufen. Bitte, wir verhungern. Wo kommt ihr plötzlich her? Habt ihr was für mich? Nein, hab ich nicht. Warum fragst du so dumm? Moment. Es ist noch geöffnet. Ah, ja. Wenn wir nicht bald Essen bekommen, ist das das Ende. Aber was ist denn da los? Warum funktioniert das jetzt nicht? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Habe ich das Geld nicht angenommen oder was? Eigentlich müsste ich zu einem Kleiderladen gehen, um mir das neue Outfit zu holen. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Und jetzt... Hallo, wie schön euch zu sehen. Seht euch ruhig um. Ja, ich würde sagen, wir kaufen gleich das komplette Outfit. Bleibt uns eh nichts anderes übrig. Hallo, Sir. Jasper hier. Hallo. Benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander kommunizieren. Und nicht nur das, ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft ab? Ja, 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 ich komm schon. Ah, hallo! Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Okay, wie ihr wisst. Na also, ihr seht wie ein Vagabund aus. Ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Ach ja, was du nicht sagst. Ja, das ist ja eigentlich auch nichts Neues bei Fable. Abgesehen davon, dass seit Fable 2 Kostüme eigentlich nichts anderes machen, als den optischen Äuglein zu beeindrucken. Das heißt, bei Fable 1 hatten tatsächlich noch die Outfits auch Rüstungswerte und sowas. Aber das haben die irgendwie abgeschafft. Warum auch immer. Mit dem Kostüm? Aber sieht ganz schick aus. Dennoch ist die Zeit wieder mal knapp. Ja, die Zeit verläuft sehr schnell. Für diese Folge wird deshalb erstmal Ende sein. Ja, bis zur nächsten Folge. Euer Hexenking.